Moin und herzlich willkommen wieder bei Strategic Command im Ersten Weltkrieg, hier im Mehrspieler mit Mr. Whist. Der steuert die Mittelmächte, wir haben die Entente. Schauen uns die Wiederholung der letzten Runde an und wir haben in unserer letzten Runde gute Treffer gemacht. Wir als Spieler tauschen uns natürlich auch hin und wieder da so ein bisschen aus. Und wir haben ja ein paar Kurs gekriegt, mal sehen, was hier so passiert. Unsere Reiter werden geschlagen. Vielleicht geben wir die Position demnächst irgendwann auf, da immer reinzuziehen und die Einheit zu verlieren. Macht keinen großen Spaß. Hier. Ja, tatsächlich, Belgrad ist abgeschnitten. Die Deutschen rücken nach. Das U-Boot von da verschwindet. Unser General, wir müssen mal sehen, wie wir die Front da jetzt zusammenkriegen. Österreich, einige Angriffe. Ein U-Boot, okay, wir haben Zerstörer in der Gegend. Ah, die Seeminen lohnen sich. Oh, auch ein größeres Schiff auf jeden Fall. Oh. Mehrere große Schiffe. Vielleicht sollten wir die russische Flotte auch erstmal da wieder zurückziehen, falls da jetzt irgendwas überlebt. Ja, also nur falls. Ich bin irgendwie froh um dieses Schiff, dass es hier im Hafen steht, wo es ein bisschen sicherer ist. Immerhin, das mit den Seeminen lohnt sich. Aber ansonsten, das war nicht gut für unsere Schiffe. Okay. Also, großes Problem natürlich in Serbien. Jetzt haben wir hier erstmal ein Kavalleriekorps, eine Abteilung und eine Handvoll Schiffe. So, die ganzen Ereignisse, Blockaden. Ein neuer König in Rumänien. Die Deutschen verlieren ein paar MPP. Soweit, so gut. Tausende ausländische Freiwillige sind mit dem sehnlichen Wunsch nach Frankreich gekommen, Soldaten bei unseren Streitkräften zu werden und unserem Land zu dienen. Wir könnten einen Kader erfahrener Legionäre aus Algerien gebrauchen, um diese begeisterten Idealisten in ein Korps hartgesonnener Soldaten zu verwandeln. Denn sobald die Ausbildung des Korps abgeschlossen ist, wird es im Mai 1915 in Marseille stationiert werden. Und wir bezahlen die Punkte dafür, 100 verteilt auf 4 Runden zu 25. So, ein britisches Korps, das belgische Korps, das wir gekauft hatten und eine Abteilung für Helsinki. Hier fällt gerade eine Sache ein. Genau, hier konnten sich ja theoretisch Partisanen irgendwann bilden. Das wollen wir natürlich auf jeden Fall verhindern und stellen da eine Einheit hin. Soweit, so gut. Also bei unseren Schiffen hier. Bei den Briten hat sich eigentlich nichts verändert an der Lage. Ach, genau da wollte ich gerade Minen hinlegen. Das ist doch nicht wahr. Also dieses Schiff hat auf jeden Fall gerade einen Werftaufenthalt gewonnen. Ein anderer Zerstörer, ja genau, den hatten wir weggeschickt, damit der Mittelmeer mal U-Boote jagt. Noch ein leichter Kreuzer, ich will nur mal kurz gucken, dass hier auch die Linie frei ist. Okay. Hier nicht irgendwo noch ein Zerstörer. Ja, hier ist sonst noch ein Zerstörer. Ach, das. Sag mal, legt er die Seeminen genau dahin, wo ich sie hinlegen will? Ein Zerstörer haben wir. Komm, legen wir hier eine hin. Einfach aus Prinzip. Es ist die letzte, die wir haben. Na gut, dann legen wir. Legen wir die demnächst da irgendwo hin. Also jetzt sind zwei Seeminen reingefahren, genau da, wo ich welche platzieren wollte. Es ist manchmal schon interessant, wie ähnlich menschliche Spieler denken. So, kommen wir hier hin, diese Marineleute. Ihr sollt kein Landungsboot, ihr sollt einen Truppentransport machen. So, der Hafen da ist natürlich voll, dann. Na gut, geht hier in den Hafen und nächste Runde. Und ihr müsst natürlich verstärkt werden und so weiter und so fort. So, Brüssel ist tatsächlich niemand reingezogen. Das klingt überaus erfreulich. Dann können wir nämlich, denke ich, einfach reinziehen. Und haben die belgische Hauptstadt zurückerobert. Mal sehen. Wenn wir dieses Korps hier schlagen könnten. Wäre es möglich, das hier von jeglicher Versorgung abzuschneiden?
Also wenn wir natürlich auch noch reinziehen und alles. Deswegen denke ich mal, wir könnten das versuchen zumindest. Alles denn Artillerie. Na, die Angriffe sind leider nicht wirklich gut bisher. Nee. Nein, wir müssten ja auch noch reinziehen und jemanden dahinstellen, der die Position halten könnte. Sonst stellen wir das, ja. Lassen wir die Angriffe. Wir sollten auf jeden Fall uns hier noch verschanzen. So, ansonsten. Ja, dieses Feld lassen wir sonst leer und nicht, dass da jetzt ständig unsere Einheiten sterben, die da reingehen, muss ja nicht sein. Okay, bevor wir weiter groß angreifen, würde ich sonst hier alles einfach ein bisschen durchverstärken demnächst. Doch noch eine neue Einheit der Belgier, oder? Ja, einmal ein britisches Korps, hier irgendwo an einen Hafen und ein belgisches Korps. Die kann man ja praktischerweise sehr frontnah einsetzen. Ich würde sagen, wir schauen erstmal nach Serbien, beziehungsweise hier ist ja noch irgendwo ein österreichisches U-Boot. Wie auch immer. Das Entscheidende ist ja erstmal, dass wir hier irgendwie weiterkommen. Belgrad ist relativ verloren, muss man wohl offen zugeben. Auch dem anderen Ort, da geht es nicht gut. Wie weit ist Bulgarien im Krieg? 33%. Klar, mit Belgrad wird das gleich mehr. Auch der Ort wird nicht mehr lange mitmachen. Aber für den Moment könnten wir uns hier an der bulgarischen Grenze noch in Sicherheit begeben. Also, naja, für den Moment halt. So, wie viel Versorgung haben wir? Wir haben 8 Versorgungen beim Bergwerk, aber wenn wir reingehen, könnten wir uns leider nicht mehr verschanzen. Und ich glaube, es ist erstmal primärer, dass wir uns verschanzen und hier halbwegs in Sicherheit stehen. Orten seid ihr auch alle verschanzt. Guck du mal dahin auf und verschanzt dich bitte auch. Und wir müssen das Beste hoffen, hier noch so lange wie möglich halten. Ja, entkommen können sie auch nicht mehr richtig. Aber der Ort bietet ihnen halt noch eine Weile Versorgung. Deswegen würde ich sagen, sie bleiben einfach da, verschanzt. Und versuchen und hoffen das Beste. Genauso wie die Leute in Belgrad. Ja, obwohl, wir könnten uns auch zusammentun und versuchen, noch diese Reiter da zu schlagen. Komm. Immerhin, das war, finde ich, jetzt noch eines der bestmöglichsten Ergebnisse. Dann wird das hier wohl demnächst fallen und wir müssen dann diese Linie hier so lang wie es geht halten. Kommen wir zu den Russen. Hier sind Schiffe in Häfen und damit relativ in Sicherheit. Ansonsten haben wir hier halt einfach keine Schiffe mehr. Ja. Also nein, also nicht wirklich was machbar. Konzentrieren wir uns also lieber hier auf die Frontlage. Zum Beispiel diesem Chor, da geht's sehr mies. Also die sollten eigentlich weggehen. Ja, die ganze Lage ist halt nicht schön, weil es sind sehr, sehr viele Deutsche da. Denen wir allen herzlich wenig Schaden nur machen könnten. Ja. Ich glaube, was wir da machen, ob wir jetzt offensiv versuchen reinzugehen oder defensiv, hängt ein bisschen davon ab, wie es an den anderen Ecken hier verläuft. Und dazu schauen wir hier mal ein bisschen. Ich habe, glaube ich, gesehen, dass eine Einheit aus Krakau rausgezogen ist, aber ist die Festung jetzt leer? Nein. Hätte sie auch nur aus meinem Blickfeld verschwunden und es sah einen Moment so aus, als ob jemand rausgezogen wäre. Ja, aber gegen die... Okay, wir fangen einfach gegen die Österreicher an. Weil da haben wir, glaube ich, die besten Chancen, halbwegs Erfolge zu erzielen. Wenn wir zum Beispiel diese beiden Korps voll machen, sind gleich wieder 100 Punkte weg. Und wir haben einfach nicht die Punkte für die Armee. Habe ich ja schon mehrfach gesagt. Ja, deswegen, ich tue mich gerade ein bisschen schwer, wo wir eigentlich anfangen sollen. Vielleicht mit diesen Reitern hier.
4, 2, 2, 2, 4. Oh. Immer gut mal ein bisschen rumprobieren. Jetzt haben wir nämlich mit 4, 2 einen sehr guten. Na gut. 3, 2 am Ende. Hier 2, 2 und dann geht erstmal in Sicherheit. So, die können da drüber rücken. Okay. Ein Chor weniger und wir können hier vielleicht sogar langsam und leicht vorrücken. Keine Ahnung, ihr habt noch einen Angriff. Geht mal da. Ja gut, 1-0. Der Kommandant sitzt halt trotz allem in der Festung. Aber wir könnten ja vielleicht versuchen, die jetzt demnächst abzuschneiden. Wir könnten denken, ja. Wie viel Versorgung haben wir hier drüben? Hier sind es nur noch 5. Also primär wäre ich noch in Gegenden, wo es wenigstens 6 sind. Wir können auch hier erstmal dem Ort hier ein bisschen Druck machen. So. Geht ihr hier auch mit da nach Süden? Wer von euch hat jetzt noch einen Angriff über? Die hat noch einen. Das ist doch ganz gut gelaufen. Ort erobert. Mit dem Ort müssten wir da mehr Versorgung haben. Na gut, er hat jetzt gerade noch eine Stufe von 3. Dieses HQ hier könnte vielleicht nachrücken. So ein Stück weit. Und unsere Versorgung verbessern. So, die Reiter passen mal auf den Ort auf und werden dann nächste Runde wieder verstärkt. Hier macht ihr vielleicht mal auch ein bisschen Druck. Naja, vielleicht ab nächster Runde. Einfach, dass der Ort nicht zu leicht fällt. So, dann ist das hier schon mal sehr gut gelaufen. Wie sieht es hier aus? Können wir diese Reiter da loswerden? Das war ein schicker Angriff. Gut, ich gehe mal kurz zurück und beschütze den Ort. Ha, jetzt kommen wir natürlich nicht mehr hinterher. Dass die sich auch einfach zurückziehen. Uns drücken hier rückt da auf. Hier ist noch ein gesundes Chor. Das sollte natürlich so weit wie möglich nach vorne. Kämmt dahin, okay. Du bist noch nicht verschanzt, kannst dich aber auch nicht verschanzen. Du, ihr seid verschanzt, so. Ich würde sagen, gegen die Österreicher hier kommen wir ja gerade ganz gut vorwärts. Und jetzt ist die spannende Frage, wen verstärken wir noch und was machen wir hier? Dieses Chor können wir ja erstmal sonst zurückziehen. Irgendwohin in Sicherheit. Und ja, sonst gehen wir hier bei den Deutschen einfach ein Stück weit zurück. Steht auch ein bisschen weit vorne dann. Und mir lieber so eine Art defensive Linie zu bilden, dass sie nicht einfach nach Grodno kommen. Ihr bleibt hier meinetwegen stehen, dass wir Gumbinnen ein wenig verteidigen. Wir haben es ja schließlich gerade... Wir haben es ja schließlich gerade erst mühevoll erobert. Soll es nicht gleich wieder fallen, dann machen wir dich mal wieder voll. Du hilfst hier ein bisschen mit. Dass wir dann nächste Runde mit der Einheit hoffentlich in dieses Feld ziehen können und dann ist Memel abgeschnitten und dürfte langsam drauf gehen. Wir haben noch eine neue Einheit. Ah ja, hier eine Abteilung. Dann können wir euch auch hier in die Front schieben. Können wir mehr Leute. Prinzip hier, dann können wir noch weiter und aggressiver gegen Österreich vorgehen. Haben wir jetzt noch in Moskau jemanden? Nein, okay. Ich wollte nur noch mal auf Nummer sicher gehen. Hier. So, soweit, so gut. Vielleicht verstärken wir noch die ein oder andere Einheit oder... Ah, ihr könnt eigentlich auch ein bisschen nach vorne. Vielleicht hier drüben hin. Wenn sie jetzt noch weiter gehen, könnten sie sich da leider nicht mehr verschanzen. Deswegen würde ich erstmal dieses Feld einnehmen. Ich werde das Gefühl nicht los, dass hier Kommandanten fehlen, während hier unten so einige sind.
Dich vielleicht mal oder den? Gut, den hier mal ein bisschen weiter nördlich aufstellen. Okay, und hier vielleicht auf Nummer sicher gehen. Dass unsere Reiter auf jeden Fall hier leben. Die dürften kaum fähig sein, einen Ausfall zu machen. Nächste Runde. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in Forschung rein. Die Briten haben noch 125 Punkte. Ich meine, das würde ja direkt zum Beispiel für die Infanteriewaffen reichen. Aber eigentlich würde ich auch gerne mehr in den Grabenkrieg werfen. Damit das einfach, na gut. Was halten die Briten schon für? Nehmen wir die Infanteriewaffen, das passt gerade so perfekt. Frankreich hat massenhaft Punkte über. Na, da wollten ja, denke ich, auch gleich nochmal ein paar Einheiten verstärken. Aber die haben natürlich eine ziemlich große Front. Und wenn die erstmal hier stehen wäre, würde es gut. Und Artillerie brauchen sie natürlich auch. Und mit dem Rest teilen wir gleich. Serbien, 93 Punkte. Vielleicht sollten wir sehen, dass wir da irgendwas zurückkaufen. Russland. Müsste eigentlich auch alles Mögliche erforschen. Hätte auch den Grabenkrieg. 96 Punkte. Könnte mich auch mit der Produktionstechnologie anfreunden, weil mit den Russen haben wir schon viel verloren, müssen viel, viel zurückkaufen. Aber es ist die Frage. Ja komm, gehen wir in die Produktionstechnologie. Bei Amerika spare ich noch auf die Industrie. Das heißt, wir verstärken noch ein paar Franzosen, soweit wie die Punkte reichen. Die offensichtlich nicht ganz so weit reichen, wie ich gehofft hatte, aber immerhin. Ein paar Einheiten hier. So, Serbien. Können wir noch irgendwas Nennenswertes kaufen? Tatsächlich zwei gefallene Abteilungen kriegen wir zurück. Mal, dass die Rechte bald da sind, um hier einfach so lang wie möglich zu halten. Wir sehen ja, Bulgarien ist noch ein bisschen weg vom Krieg, aber wenn die da reinkommen, dann bricht uns hier der ganze Laden furchtbar schnell zusammen. Deswegen brauchen wir einfach Einheiten. Man sieht ja auch, wie viele Deutsche wir hier an dieser Front gerade binden und auch Österreicher, die jetzt zum Beispiel hier drüben fehlen. Czernowitz wird bald fallen, das wollte ich gerade sagen. Die Festung kriegen wir vielleicht demnächst auch noch und diese ganzen Orte. Also solange die hier halten, kommen wir hier wunderbar vorwärts. Gut, hier vorwärts kommen irgendwie gegen die Deutschen hat sich ein wenig erledigt. Hier haben wir Brüssel zurück. Mit der Option, den hier vielleicht demnächst zu schlagen, den abzuschneiden und einzukassieren. Und mal sehen, wenn wir Artillerie haben, könnten wir auch Lüttich stürmen. Also ich würde mal sagen, es sieht ganz ordentlich aus. Die größten Problemfronten sind hier in Serbien und zum Teil auch im Nordosten gegen die Deutschen. Aber ansonsten finde ich eine ganz nette Situation. Dann klicken wir mal auf nächste Runde. Kanada und Neufundland bauen ein kanadisches Expeditionskorps für den Einsatz in Europa auf, aber noch ist diese Streitmacht ziemlich klein und benötigt zusätzliche Ausbildung. Darum wird vorgeschlagen, die Canadian Expeditionary Force nach England zu schicken, wo sie zum Preis von 50 MPP im Februar 1915 ihre Ausbildung abschließen und ihre volle Stärke erreichen würde. Die Alternative wäre, dass diese nicht vollständig vorbereiteten Truppen direkt nach Frankreich zu schicken, wo sie sofort eingreifen könnten. Ich würde sagen, wir schicken sie zum Abschluss der Ausbildung nach England, weil wir haben hier eigentlich gerade eine ganz stabile Front. Dann nehmen wir halt gleich eine volle Einheit. Das Flugzeugmutterschiff HMS Empress wird in Dienst gestellt. Gut. Seeblockaden. Charles de Gaulle erholt sich von einer Verwundung. Im Deutschen Reich gibt es neues Brot, das K-Brot. Industrietechnologie, sehr gut, bei den Briten. 99, ach komm schon Leute. Russen mit dem schweren Bomber, okay. Yep. Und dann haben wir die Punkteanzeige. Ich finde, es sieht in Ordnung aus. Die Briten haben wir demnächst endlich Industrietech. Dann wird das alles noch schöner. Und ich muss sagen, bisher habe ich vorsichtige Hoffnung, dass es gut läuft. Hängt davon ab, wie schnell Serbien jetzt zusammenklappt. Und dann an dieser Stelle von meiner Seite erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Guckt auch bei Mr. West und den Mittelmächten rein. Und dann bis zur nächsten Folge. Bis denn.